Hallo zusammen, weiter geht's mit Uncharted Legacy of Thieves und in dem Fall spiele ich die erste Episode dieses Zweiteilers, The Thieves' End, und befinde mich zufällig hier im zweiten Kapitel. Nennt sich ein höllischer Ort. Ich bin in diesem Gefängnis hier hinter mir, was man hier sieht, ja, mehr oder weniger illegal entkommen. Wird vermutet, dass ich hier irgendwo in diesem alten spanischen Gefängnis der Schatz eines berühmten Piraten befindet. Und dazu habe ich mich hier, beziehungsweise scheinbar ist auch nicht so ganz klar, einer meiner Geldgeber, Gefängniswärter, bestochen, um mich in dieses Gefängnis zu bringen. Der Wärter hat mich jetzt rausgelassen und möchte natürlich am Schatz beteiligt werden. Ich muss irgendwie hochkommen. Da komme ich nämlich nicht hoch, würde ich sagen, oder? Kann ich ums Eck greifen? Wird sein, da drüben geht es weiter. Gefühlt zumindest. Also hoch komme ich auf jeden Fall nicht, ne? Komme ich hoch? Ne, lässt mich nicht hoch. Ich gehe davon aus, dass ich hier drüben weiter muss. Jetzt. Ging also nur an einer bestimmten Stelle. So. Ne? Aha! War klar. Also muss ich da drüben wahrscheinlich weiter, oder? Ne. Muss ich da hoch? Komm, voll hoch mit dir, komm! Ah, erst ums Eck, gut. Dann nach oben, so. Jetzt muss ich genau planen, wie ich das mache. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Ja. Müsste ich ausprobieren. Das Problem bei dem Spiel ist, dass es, wie ich das jetzt gesehen habe, keine automatischen. Komme ich da dran? Da oben? Ne. Kann ich zielen, wie ich will, aber die Möwe ist, da komme ich nicht hin. Ne. Ja, dann rutsche ich jetzt mal runter. Genau so. Jetzt muss ich ordentlich springen, damit das nicht wieder in die Hose geht. Wie gesagt, ist ja ähnlich wie Tomb Raider. Aber ich habe es die Ahnung, deutlich komplizierter. Und man muss deutlich oder wesentlich genauer spielen und springen. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Der Ausblick, der ist gigantisch. Klasse gemacht. Jetzt mal lässt er mich hier hoch. Ja, glaube ich auch. Gut. Auf nach oben. Habe ich jetzt Spuren hinterlassen? Ja, cool. So, wo wir jetzt hier hin? Gibt es hier was Geheimes, was ich entdecken kann? Nicht, oder? Nee. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich hier hochkomme. Spannend. Wahrscheinlich muss ich da an den Balken irgendwie dran, nehme ich an, wenn da rüber springen. Das heißt, ich kann nur auf dieser Seite hochklettern.
Geheimnisse sind hier keine. Das heißt, ich kann probieren, hier an der Seite wahrscheinlich hochzugehen. Ich teste es mal. Hier lässt er mich nicht, oder? Darf ich hoch? Doch. Komm hoch. Ja, und jetzt muss ich da hoch. Laufen, laufen, laufen. Uha. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. So, zack. Kann ich da wohl drauf laufen? So, das ist die Frage. Ja, hier an der Seite muss ich hoch. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Naja, wenn du es so siehst. Oh oh, das war klar. Jetzt nicht mehr weiter. Nee. Komm ich da wieder hin? Komm ich da hoch? Ja. Ja gut, dann muss ich hier irgendwie versuchen hochzukommen, weil das scheint mir sehr hoch zu sein. Ne, komm ich hier rum? Auch nicht, huhu. Darf ich mal so weit einen Sprung riskieren? Erlaubt er mir das oder sterbe ich dann? Da komme ich nicht mehr rein, er hat das rausgebrochen. Ich hätte gedacht, dass ich da weiterkomme. Ja gut, dann muss ich wieder zurück. Dann muss ich wohl wieder zurück. Tja, ne. Nach oben komme ich. Nach oben komme ich, gut. So, darum, darum. Kann ich den Sprung wagen? Erlaubt ihr das? Nee. Ist ihm wohl zu hoch. Ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich eine Etage tiefer. Komm zur Seite, komm. Genau so. Hier darf ich hoffentlich reinkriechen. Es ist schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Hoch. Okay. Wo lang? Erstmal gucken, was hier ist. Da ist was zum Einsacken. Hallo? Einsacken, habe ich gesagt. Was zu lesen. 18. September. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Andrews Crew hängen. Und seine Kameraden hatten Logeplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein. Hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt, mein Besuch bei den verbliebenen Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Captain hören. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechung eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz so fit sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Aha. Ist sonst noch was Verstecktes? Da lag auch noch was, oder? Ja, da liegt irgendwas, was Glänzendes. Hallo? Ist das? Ne, halt, ich wollte es untersuchen. So. Das war der Katzenanhänger von vorher und das ist ein Klappmesser, gut. Wahrscheinlich kann ich da gleich hoch oder runter. Das habe ich schon gelesen. Wahrscheinlich muss ich mal gucken. So. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. Das heißt, ich muss jetzt da wahrscheinlich hoch irgendwie. Und hier nehme ich mal an. Ja, darf ich nicht hoch, oder? Ne, da komme ich nicht hoch. Komme ich hier hoch? Ne. Jetzt wird's aber extrem spannend.
Nehmen wir an, ich muss an dem Gitter da irgendwie vorbei. Und wie komme ich da? Ah, da komme ich hoch. Interessant. Kann ich einwerfen. Und jetzt? Da soll ich mich. Da soll ich mich dran baumeln lassen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ach ne, ich soll das rausreißen. Aha. Und da muss ich dann hoch. Das heißt, ich muss jetzt wieder außenrum hoch? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, ob ich da hinspringen kann. Ich probiere es mal. Sterben werde ich da wahrscheinlich nicht. So, komm hoch mit dir. Okay, ah. Mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist eine. Die Frage, links rum oder rechts rum? Ich probiere es mal rechts rum. Na komm, Bruder. Glaubt ihr mir das nicht? Nee, dann mach ich die falsche Richtung. Schade, dann muss ich wieder runter. Das jetzt auch nicht. Wo möchte er denn, dass ich hingehe? Da ist wir das Gefängnis. Also, ich würde jetzt sagen, hier hin, ja? Aber er springt da nicht hin. Ne, es geht da hoch. Warum geht er jetzt hoch? Eintreten kann ich die Tür auch nicht. Komme ich jetzt rüber? Oder soll ich da hochklettern? Ja, das finde ich ein bisschen heftig, ganz ehrlich. Aber das zur Seite springen kann ich nicht. Glaubt ihr mir nicht? Tja. Dann bleibt ja nicht ganz so viel übrig als hier rüber. Aber. Moment. Ich muss da oben irgendwie rein, aber. Ja, muss ich jetzt zurück vielleicht? Was falsch gemacht? Und jetzt zurück komme ich auch nicht so wirklich. Es muss hier weitergehen, aber wie? Ich kann mich ja nicht fallen lassen. Jetzt. So, man muss nur genau timen. Jetzt darf ich hier wieder hoch. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Da oben jetzt rein. Da geht ja wohl nicht anders. Ne, komm ich nicht rein. Da außen rum geht auch nicht. Da komme ich auch nicht gerade weiter. Es geht noch nicht oben hoch. Aber wie? Hier komme ich auch nicht ums Eck. Bleibt ja nur die offene Tür hier. Nee, da komme ich nicht hoch. Aber ich komme nicht hoch. Ah doch, da geht's hoch. Gott. Jetzt. So. Auf geht's. Burns Zelle. So. Zelle. Oh, ihr Sweet. Irgendwelche Rätsel am Anfang. Wo fange ich an? Hier hat er aber seine Tage gezählt. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. So, hier sind irgendwelche römischen Ziffern an den Steinen. Da ist ein Kompass. Das ist 1, 2, 5, 4. Die 3 gibt's nicht. Das heißt, wohl Möwen ist die 11. Pfeil nach oben ist die 10. Da ist die. Da sagt der V ist gleich 7. Fünf, zwei, eins ist da. Das passiert nicht. Ah, da kann ich was untersuchen, Gott. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Also, da ist dieses, ja, ist X.
Spalten. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze und Skorpion, gut. Der Schütze war da oben gemalt, ist also die 10, muss ich drücken. Wo ist die 10? 8, 7. Da unten ist die 10, kann ich es drücken? Römische 10. Nichts. Es wird nichts. Was stand nochmal im Brief? Oder. Mit Schützen? Oder gibt es ein extra Schützensymbol? Moment. Das, ja, dieses. Nimm es mal M. Sonne und das M dort. Gibt's, ist die Sonne irgendwo abgebildet? Da oben ist das M. Ist, vielleicht muss ich jetzt erst, vielleicht erst die 3 drücken. 1, 2 ist ja auch eine 3. Nein. Komisch. Warum nicht? Ich kann jetzt nicht hier einen Stein ausprobieren. Der ist auch nicht. Macht doch keinen Sinn. Nichts. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ich kann doch jetzt nicht hier einen Stein umdrehen nochmal. Also, da ist die Sonne, da ist der Schützenpfeil und das M mit dem Pfeil. So. M mit dem Pfeil. Ja, sehe ich nicht. M mit dem Pfeil. Da ist ein Blitz angemalt. Oder sind die gibt's die doppelt? Moment. Gibt es die doppelt? Die Buchstaben. Ah, die gibt es doppelt. Moment. Oder? Wollt ihr da die 5 drücken? Gibt es hier auch die 5? Ja, gibt es auch eine 5. Ah, nein. Hier gibt es auch eine 5. Nein. Ahnung. Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Ach, das soll der Skorpion auf dem Brief sein? Interessant. Nicht, dass der Skorpion rauskommt, ich drücke den Test. Die römische Zahl 2. Guck, was passiert? Nein. Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Da habe ich doch schon ganz Zeit gezogen. Oder gedrückt, wie auch immer. Da unten ist die 10, da war ich aber schon zugange. Die hat aber nicht funktioniert vorher. Ist noch eine 10. Ja. Wo ist denn die 10? Da ist nochmal eine, ist keine 10, ist eine 11. Ja, eine 9 ist das so. Das 1, 8, 5, 6, 12, 7, 5, 1, 4, 3, nochmal 4, eine 1, die 10, aber lässt er mich hier nicht dran. Warum muss ich mich da bücken? Nee, auch nicht. Da habe ich ja schon dran gezogen. Leider nein. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Nicht. Also, ich soll den Schützen und den Skorpion scheinbar auslösen und die Sonne. Also die Sonne ist, Sonne sagt er mir, heißt ja Gold. Diese Alchemistenzeiten, so. Vorne ist der Schütze. Der Schütze hat die 10, aber hier ist keine 10. An der Wand, da ist eine 2. Und der Skorpion sitzt da. Saß da oben. Oder habe ich, weil ich die 10 schon gemacht habe, muss ich die 11 benutzen? Komisch. Na gut, wo ist die 11? 12. Die 11 sieht man gar nicht. Moment. Das sind 2, 9, 1, 4, 1, 8, 5,
6, 3. Da ist die 12. So, das ist, ne, ist keine 11, oder? Hier ist keine 11, hey? 3. Es gibt hier keine 11. Ist sie sonst wo versteckt? Hier ist auch keine 11. Ist ja nicht. Gibt's doch nicht. Wird verrückt. Man muss jetzt addieren irgendwie. Das ist eine 2. Das ist eine 5. Hinweis. Aha, addieren. Hab ich ja gut geraten. Das heißt, ich brauche die. Das heißt, ich muss eine 2 ziehen. Ich habe da drüben eine 10 habe ich schon gezogen. Und ich muss Zahl 12. Ach, jetzt muss die römische Zahl 12 hier holen. Ich brauche den Skorpion und den Schützen. So. Schütze ist 10. Muss ich jetzt eine 2 finden? Da ist eine 1, kann ich die nochmal ziehen? Nee, auch nicht mehr ziehen. Muss ich noch eine 1, weil eine 2 gibt es nicht, oder? Da ist noch. Das wäre eine 2, aber die kann ich nicht bedienen. Die kann ich auch nicht bedienen. Oder gilt das nur für die Seite hier? Jetzt kann ich gar nichts mehr bedienen. Hä? Leute, haben wir nicht schwach? Da ist 12. 10 und 2. X und II. Das hat angeblich keiner gefunden bisher. Sieh sich das einer an. Wollen wir Jesus? Digna factis recipimus. Lateinisch. Das muss es sein. Dann mal zurück. Zurück. Da werde ich nicht raus. Ah, jetzt komme ich. Jetzt ist die Tür offen. Da raus! Oh, oh, oh. Hier bleiben wir. Bitte aufpassen. Tief geht's da runter. Alter! Und abwärts. Also Marke Tomb Raider. Sehr gut. Nein! Oh! Ja. Da habe ich mich wohl zu schnell losgelassen. Und abwärts. Da habe ich mich wahrscheinlich nicht ganz runterlassen. Ja, da habe ich war ich zu schnell. Ein Stückchen vielleicht so. Da war ich zu hastig. Also ist noch komplizierter. Und da kann ich kaum schwingen. So. Also ich werde in diesem Spiel wohl öfters mal sterben. Nein! Das war's. Da konnte ich jetzt glaube ich nichts machen. Und jetzt? Huhu. Jetzt frage ich fest. Nee, doch nicht. Irgendwas kann. Ich kann mich hier nicht bewegen. Was ist das? Da hoch. Jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Puh, also muss ich mich jetzt hier rutschen lassen. Würde ich sagen, dann an die Wand springen, oder? Probier ich das mal. Und bumm.
Das kriegt Rafe niemals. Raus hier. Zack, komm. Auf Wiedersehen, Schulter. So, jetzt muss ich wieder zurück. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Türmchen. Von dem Gefängnis. Interessant. So, jetzt muss ich da wahrscheinlich rüberspringen. Moment. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Oha, so, das heißt, ich gehe davon aus, ich muss jetzt Vargas entkommen. Vermute, ich muss da wieder rutschen und meine Seilwinde benutzen, oder? Ach, Scheiße! Nein, nein, nein! Ins Meer stürzen darf ich wahrscheinlich auch nicht. So, muss ich da jetzt hoch noch wohl? Wahrscheinlich, oder? Hier geht es nämlich nicht weiter. Da muss ich ja noch hoch. Aber der Ausblick ist gigantisch. So muss es laufen. Da unten jetzt rein oder abhauen? Drücken Sie. Das ist die Frage, muss ich jetzt abhauen? Gute Frage, nächste Frage. Da darf ich nicht hoch. Ich muss da jetzt wahrscheinlich hin, ne? So Vargas. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu Herrn Vargas zu gehen, ne? Okay. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ach, jetzt werde ich wieder gefangen genommen. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres angesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe,
kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Ach, die schon wieder. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Vamos kämpfen, Gordon. Du hast dich auch nicht angeboten. Leute, das ist keine Zeit. Lass los! Gut, espera!
Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Estás Schmuggelware? Vagas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Oha. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden es raus. Halt! Sackgasse! Das Fenster! Rafe, hilf mir mal! Beeilung! Sieh den Leuchtturm nicht. Hier durch. Idiotas! ¡Ay, mi diablo!
musst Rafe einholen. Ich dachte, du vertraust ihm. Tu ich. Gewissermaßen. Da ist ein Schacht. Hilf mir schieben. Er wird ohne uns abhauen, oder? Nicht, wenn wir schnell sind. Na los, nach dir. Sie sind überall. Okay, alles sauber. Der Ort ist eine Kirche. Ja, als wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. Oh, Scheiße. Wacht! Hey, Ray! Grüß dich! Gib uns die Rente runter! Geschafft! Da ist der Leuchtturm. Weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann... Ich lasse ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst. Das war scheinbar nur die Vorgeschichte.
gehört, bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Gut, dann würde ich sagen, setze ich hier mal einen Speicherpunkt, denn ich gehe davon aus, dass diese Geschichte auch wieder länger dauert, als mir lieb ist. Also, oh. Na, komm. Ja, bin ich mir ganz sicher, es zu speichern. Ich würde dann hier einen Cut machen, sage danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge, macht's gut.